Mittel gegen Armut müssen möglichst gerecht verteilt werden. Dazu brauchen Politiker Verfahren zur Armutsmessung. Die Vereinten Nationen arbeiten mit dem MPI, dem Multidimensional Poverty Index. Der MPI liefert aber ein falsches Bild, kritisiert Nicole Rippin. In ihrer Dissertation an der Georg-August-Universität Göttingen hat sie ein neues Armutsmaß entwickelt. Das Problem? Der MPI verdeckt Zusammenhänge zwischen verschiedenen Armutsbereichen, etwa dem Zugang zu sauberem Trinkwasser und der medizinischen Versorgung. Auch arbeitet der MPI mit einem künstlichen Schwellenwert. Arm ist danach, wer in mindestens einem Drittel der Dimensionen Mangel leidet. Darum sinkt der Armutswert am schnellsten, wenn Menschen geholfen wird, die nur wenig Mangel leiden. Die größten Erfolge verzeichnen MPI-basierte Hilfsprogramme ausgerechnet dann, wenn sie die Allerärmsten auslassen, kritisiert Rippin. Am Beispiel Indiens lässt sich gut erkennen, ihr Armutsindex, der Correlation Sensitive Poverty Index, kurz CSPI, erfasst Mängel differenzierter und berücksichtigt Korrelationen. Auch für Deutschland zeigt der CSPI ein anderes Bild als das bisherige, nur einkommensorientierte Maß. Hier sind viele einkommensarme Menschen gar nicht in anderen Dimensionen arm und umgekehrt. Das zeigt für Rippin deutlich, die Armutsgefährdungsquote allein erfasst Armut nur unzureichend.